erst dann, wenn man mit Strom, Gas, mit eigenen Produkten nach draußen geht, mit draußen meine ich immer außerhalb der eigenen Stadtmauer, erst dann entsteht die Notwendigkeit, das auch mit Unterstützung solcher Organisationen, sage ich mal allgemein, zu tun, die draußen Werbeträger sind. Und wenn man sich dann in der Stadt Duisburg umschaut, wer kann draußen Werbeträger sein, dann war das damals schon der MSV für uns. Und dann wird das der MSV in den kommenden Jahren auch sein. Dass wir beide besonderes Vertrauen zueinander gehabt haben und auch aus beiderlei Sicht Erfolg mit dieser gemeinsamen Tätigkeit, macht man daran gesehen, dass wir den Vertrag auf 3 Jahre abgeschlossen haben. Dass es auch eine Menge sozusagen inhaltlicher, symbolhafter Bezugspunkte gibt zwischen dem, was der MSV macht und dem, was wir machen, wird ja in unserem Namen mit Power deutlich. Also wer behauptet, im Fußball brauche man keine Power, der kennt nicht vom Fußball. Also ist Power im Fußball gefragt, in hohem Maße, gegen vielen anderen, das weiß ich, der Fachmann sitzt hier neben mir. Aber Power steht auch für Energie. Und Energie ist das, was wir betreiben. Insofern ist der Name Rheinpower ja eigentlich schon auf Sportsponsoring konzipiert. Wir haben das damals zwar noch nicht so ausschließlich gedacht, aber es ist natürlich eine sehr enge Verbindung. Wir glauben auch, dass der Name Rheinpower, die Verknüpfung in der regionalen Identität mit dem Rhein, wissen wir auch aus unseren Kundenkontakten, die übrigens reichen von München bis Kiel, also quer durch Deutschland, von Osten nach West. Diese Marke wird bundesweit angeboten. Wir haben damals sukzessive begonnen, Schritt für Schritt, sie auszudehnen in den einzelnen Verwaltungsgebieten, aber wir sind jetzt schon seit geraumer Zeit bundesweit im Angebot, also egal wohin Sie mal ziehen werden, Sie werden Rheinpower wird sie begleiten können. Mit diesem Produkt haben wir in den gut 1,5 Jahren, in denen wir jetzt am Markt sind, auch, und das kann man hier auch sagen, Erfolg gehabt. Wir haben bis dato in 1,5 Jahren 55.000 Kunden rund. Das ist etwa der heutige Stand. Das ist für all diejenigen Stadtwerke, die überregional tätig sind, das ist immer noch die Minderheit, sehr positives Ergebnis. Insofern sind wir sehr froh und deswegen sind wir auch glücklich, dass die Gespräche der letzten Woche beide Seiten davon überzeugt haben, dass es Sinn gibt, hier gemeinsam weiterzumachen. Das tun wir mit der heutigen Unterschrift. Das tun wir auch mit ganz viel Optimismus für die nächste Saison. Wir hoffen sehr, dass das, was dann am kommenden Wochenende beginnt, wieder im beiderseitigen Interesse ist. Also wir sitzen da absolut gemeinsam im Boot. Der Misserfolg eines Fußballvereins wäre dann auch nicht erfreut für den Sponsor. Und der Erfolg, den wir natürlich wünschen, und das ist der Optimismus, den wir teilen, der gemeinsame Erfolg wird dann ebenso in beiderseitigem Interesse sein. Insofern hoffe ich auf eine sehr erfolgreiche, gute Zusammenarbeit, wünsche uns allen für die Stadt und in der Stadt und für den MSV Erfolg in den kommenden Monaten dieser neuen Saison. Wir könnten ihn gebrauchen in der Stadt, dass positive Impulse nach draußen getragen werden. Wir werden unser Möglichstes dazu beitragen, dass das geschieht. Herzlichen Dank. Ja, Herr Dr. Janik, vielen Dank. Wir machen in der Runde weiter. Herzlich willkommen, Roland Hensch, Geschäftsführer des MSV. Was spricht aus Ihrer Sicht für diese Verbindung? Ja, eigentlich alles. Wir sind geborene Partner. Herr Dr. Janik hat das gerade ausgeführt. Vielen Dank auch für die teils lobenden Worte. Natürlich auch gleich als Sponsor in gewisser Weise ein bisschen mit aufgebaut, dass der Erfolg des MSV natürlich auch der Erfolg des Hauptsponsors ist. Das ist eigentlich selbstverständlich. Ich bin besonders froh, dass wir uns jetzt etwas längerfristig aneinander binden können, weil ich glaube, dass die Stadtwerke mit ihrer Marke Rheinpower und der MSV als zwei wesentliche Duisburger Marken einfach zusammengehören. Wir haben jetzt mit dieser Vertragsverlängerung erneut einen wesentlichen Vertrag mit einem Duisburger Unternehmen schließen können. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, auch für die Identität in der Stadt und für die Bewusstseinsbildung. Und das ist ja bekannterweise in diesen Tagen nicht so ganz einfach in Duisburg, sich zu Duisburg und allen Dingen drumherum zu bekennen. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass die Hauptmarken, und dazu zählt Rheinpower, dazu zählen die Stadtwerke, dazu zählt aber auch der MSV, ganz klar Farbe bekennen, zeigen, dass sie zusammengehören, dass wir uns zusammenschließen, um eben für die Stadt und die Menschen hier gemeinsam etwas zu bewegen. Wir haben einen Namensgeber für das Stadion, der Schauinsland-Weißen Arena, der im Übrigen viel zu selten auch nach draußen benannt wird. Das sei mal auch mal an dieser Stelle öffentlich angemerkt. Daran müssen wir alle gemeinsam noch arbeiten, aber das ist eben auch ein Duisburger Unternehmen, eine Duisburger Marke,
Legende, aber auch eine Legende im Damenfußball auftritt und auch zum Pokalfinale waren wir schon da und das werden wir natürlich weiter ausbauen, um die Markenbekanntheit und damit auch die Akzeptanz der Marke Rheinbrauch voranzutreiben. Vergessen will ich aber auch nicht, dass wir natürlich auch für unsere Duisburger Kunden hier das Label Stadtwerke Duisburg weiterhin hochhalten und wir werden da natürlich zwischen TV-Präsenz und lokaler Wahrnehmung auch die Stadtwerke Duisburg da nicht zu kurz kommen lassen, weil das ist ein entscheidendes Element für unsere Kundenbindungsstrategie, die wir hier im Heimatmarkt bedienen wollen. Also wir fahren da zweigleisig, einmal Stadtwerke Duisburg und einmal Rheinpower überregional. Und wie das aussieht, vielleicht für die Interessierten zum Beispiel. Wenn er wird nicht auflaufen, dann wäre vielleicht nur zwei Spieler. Und für dann, wenn es
wird man viel öfter zufrieden nach Hause gehen im Stadion als enttäuscht. Bitte. Ihre Fragen. Herr Dr. Janning, besteht da eine Ausstiegsklausel im Vertrag? Also wir haben ausdrücklich vereinbart, dass wir weder sportliche Erfolge noch sonstige Zahlen als Vertragsinhalte weitergeben. Ich glaube, das ist auch eine gute Gepflogenheit. Wir haben Interesse daran, dass der Aufstieg erfolgt. Und wenn das der Fall sein würde, werden wir sicherlich erneut an einen Tisch setzen und dafür auch eine Lösung finden. Auf jeden Fall noch einen guten Start in die Saison. Hoffe, dass wir alle